Leute und herzlich willkommen zu diesem FAQ-Video, was ich ja auf Instagram angekündigt habe. Wir befinden uns hier an meinem Arbeitsplatz, wo ich Videos schneide, wo ich Videos aufnehme und so weiter und so fort. Warum ist die LED das? Ja, auf jeden Fall hier im Hintergrund befindet sich mein Gaming-Bereich, sag ich mal. Da an der Wand hängt mein Headset und da ist ein Bild. Jetzt habe ich hoch nicht so dunkel. Jetzt ist es schon heller. Ja. Im Hintergrund werde ich Gameplay-Material laufen lassen, entweder von Modern Warfare, von Paladins oder ja, weil ich jetzt gestern mit jemandem gespielt habe und da einen epischen Sieg geholt habe auf Fortnite. Don't hate me! Ja. Dann wird auch im Hintergrund Musik laufen. Ganz minimal leise und so. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit den Fragen. Die erste Frage kommt von Sapem Socialist und er schreibt: Hi, mit meinem Namen. Hey, ich bin der Dude, der hier die Videos macht und auf Instagram aktiv ist. Dann habe ich ganz, ganz viele Fragen von der guten Layla Tastic bekommen. Dann noch Fragen von dem guten Freaky Mina, aka Technicist. Ich werde von den beiden die Instagram-Profile plus die YouTube-Profile unten in die Videobeschreibung packen. Layla fragt, wie läuft dein Jahr 2020 so? Mein Jahr 2020 läuft relativ normal, sag ich mal. Also ich habe mir schon vorgestellt, dass ich mehr Videos schon gemacht hätte, was ich leider noch nicht habe. Sorry dafür. Ansonsten gucken, wie es noch so weiterlaufen wird. Also ich habe jetzt noch keine großen Ansprüche eigentlich gemacht. Die nächste Frage, ich habe ja alles auf dem PC mit Screenshot und allem. Also ich werde die Fragen auch hier irgendwo einblenden lassen, ne? Werdet ihr schon sehen. Dann ist die Frage von ihr, wie alt bist du? Ich bin 24. Ich werde am 12.09. oder vielleicht am 12. September 25. Schon die Hälfte meiner Lebenszeit rum. Als nächstes. Hund oder Katze? Ich hatte beides schon als Haustiere. Momentan habe ich zwei Katzen und ich mag Katzen eher, weil mit Katzen muss man nicht einfach so rausgehen bei schlechtem Wetter, was man mit Hunden muss. Aber ich habe nichts gegen Hund. Dann hat sie gefragt, schaust du andere Let's Player? / dein Lieblings-Let's Player? Ja, ich schaue andere Let's Player schon allein, um Inspiration zu kriegen für irgendwelche Spiele oder auch Inspiration zu kriegen für den Kommentarstil, also wie ich dazu rede. Es sind dann zum Beispiel Leute wie Luxwerk Link, die alten Gronkh-Videos oder verschiedenes anderes. Also da lege ich mich nicht so wirklich fest. Mein Lieblings-Let's Player habe ich nicht wirklich. Ich habe damals halt Luxwerk Link gefeiert, schon allein wegen seinen ganzen Zelda-Let's Plays, was ich heute immer noch tue. Dann habe ich ganz am Anfang, wo ich angefangen habe mit YouTube zu gucken oder auch selber angefangen habe mit YouTube, habe ich auch Taxpayer verfolgt. Mittlerweile gibt es den Kanal nicht mehr, sondern nur noch seinen Kanal Taxblog, verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung. Durch ihn habe ich eigentlich auch schon allein die Inspiration bekommen, YouTube zu machen. Dann habe ich halt auch viel bei ihm in dem Chatroom abgehangen, habe mit ihm kommuniziert, mit anderen Leuten kommuniziert, habe mir Tipps und Ratschläge geholt. Und ja, das ist so meine YouTube-Laufbahn, die ist zurückzuführen bis ins Jahr 2011. Aber richtig habe ich angefangen mit YouTube 2012. Was willst du in 2020 erreichen? Also, was ich in 2020 erreichen will, auf jeden Fall ein bisschen aktiver werden auf YouTube oder auch auf Twitch. Dann will ich auch jetzt keine zu großen Ziele setzen. Also aktiver will ich halt schon ein bisschen werden. Aber wenn ich jetzt meinetwegen in diesem Jahr meinetwegen erst so 200, 250 Abonnenten erreiche, dann bin ich schon sehr froh. Ich habe mir letztes Jahr das Ziel auf Instagram gesetzt, dass ich die 400 Marke knacke und die habe ich auch geknackt und erreicht. Und wenn ich dieses Jahr halt die 500 Marke knacke, dann reicht das vollkommen. Ich würde das auch machen, wenn mir nur so ein, zwei Leute
zuschauen, weil ich mache das zum Spaß. Wenn ich damit irgendwann Geld verdienen sollte, dann ist es was ganz anderes. Wo wir eigentlich auch schon wieder oben beim nächsten Thema sind. Was machst du beruflich? Momentan mache ich leider Gottes nichts beruflich. Ich habe damals meine Ausbildung abgebrochen aus diversen Gründen und habe bisher auch nichts Neues gefunden. Und dann habe ich an verschiedenen Projekten noch teilgenommen. Zum Beispiel war jetzt mein letztes Projekt, wo ich daran teilgenommen habe mit dem Auslandspraktikum in Italien. Darüber habe ich auch einen Bericht geschrieben gehabt und war auch an einem Termin da, wo ich neuen Leuten, die eine Einladung bekommen haben, an dem Projekt teilzunehmen, um denen halt ein bisschen aus meiner Erfahrung zu erzählen und halt auch um zu erzählen und halt um deren Fragen zu beantworten, woraufhin ich erst auf dieses FAQ gekommen bin, jetzt die Woche oder letzte Woche, nee, die Woche war das. Dann ist es so, es scheinen mich auch welche schon in einer anderen Umgebung als meine zu kennen. Ich meine, hier bei mir im Ort, da bin ich halt schon ein bisschen bekannt, sag ich mal, weil ich halt das schon während der Schulzeit gemacht habe mit YouTube und die halt auch so dadurch viel das mitbekommen haben. Und dann war ich auch halt oft auf Facebook und Instagram aktiv. Und jetzt wurde ich halt durch den Artikel, weil da ein Bild von mir mit drin ist, wurde ich halt am Einladungstermin halt angesprochen, weil die Person jemanden da hatte, der sagte so, ja, der kommt mir bekannt vor, der macht doch YouTube oder Instagram oder sowas. Und da war ich dann schon so ein bisschen erstaunt, dass selbst Leute in der Umgebung das wissen und das mitbekommen haben. Klar, ich habe das halt auch in diesem Auslandspraktikum erwähnt gehabt, ja, ich mache YouTube und ich mache Twitch und ich mache Instagram und allem, pipapo. Aber war schon ganz lustig. Die nächste Frage. Bist du Single? Ja, bin ich. Kann man jetzt sagen, leider Gottes oder Gott sei Dank? Keine Ahnung. Dann blond oder brünett? Das ist eigentlich egal. Also, ich stehe auf sowohl blond als auch brünett oder rothaarig oder blau. Das muss halt zu der Person passen, sag ich mal. Wenn ich jetzt jemanden sehe und die Person hat braune Haare oder rote Haare, und sage, okay, die geht eigentlich so klar, der Person steht die Farbe, dann ist das nun mal so. Also ich lege mich jetzt nicht auf irgendeinen Farbton fest, weil man kann die Farbe halt ziemlich oft ändern. Aussehen oder Charakter. In erster Linie geht es bei mir ums Charakterliche, weil ich muss mit der Person charakterlich erstmal klarkommen. Ich bin schon alleine durchgeknallt, wie man manchmal sieht. Sei es jetzt, dass ich draußen Longboard fahre oder im Allgemeinen, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, dass ich irgendwie Späße mache oder keine Ahnung. Also wir machen uns schon des Öfteren über diverse Sachen halt lustig. Oder ja, feiern ist manchmal, wenn irgendwas Lustiges passiert. Also ich bin sehr sarkastisch, habe eigentlich auch einen relativ großen schwarzen Humor. Und ja, bin halt nicht so einfach, sag ich mal. Also, wie gesagt, in erster Linie geht es mir um Charakter und dann um Aussehen. Die nächste Frage. Was hältst du von unserer Generation? Also, was ich von unserer Generation halte, ist so, ja, die einen könnten ein bisschen sich verändern, indem sie ein bisschen vernünftiger werden, die anderen. Ja, könnten auch mal gucken, dass sie ein bisschen offener werden für ein bisschen mehr, ja, sarkastische und lustige Programmpunkte oder Themen und nicht alles so ernst sehen. Was halt auch viel ist, ist halt, dass wir Jungs ziemlich häufig alle über einen Kamm geschoren werden und es wird gesagt, nee, ich habe keinen Bock auf Jungs, ich gehe lieber mit einem Mädchen irgendwie in eine Beziehung oder so. Weil Jungs einfach nur scheiße sind, Jungs sind Fuckboys und hast du nicht gesehen. Wo ich so denke, nicht alle Jungs sind so. Es gibt auch Jungs, die sind vernünftig. Ja. Was will man machen? Kann man leider nicht ändern. Die nächste Frage ist, achtest du auf Umweltschutz? Also, es ist so, ich achte schon darauf, also wenn ich jetzt unterwegs bin und meinetwegen jetzt Taschentücher mit habe und die Verpackung leer ist, dann nehme ich die halt in die Hosentasche, die leere Verpackung oder selbst das Taschentuch, wenn ich es benutzt habe, packe es halt dahin, wo ich weiß, okay, da fällt es sich raus oder
da stört's mich selber nicht oder da kommt auch keiner dran, der sich dann an meiner Krankheit, meinetwegen, wenn ich erkältet bin, anstecken kann. Und warte halt, bis ich zum nächsten Mülleimer komme oder ich nehme es halt mit bis nach Hause oder auch wenn ich Energy-Dosen mitnehme und ja, die schmeiße ich nicht einfach so auf die Straße, sondern entweder ich gebe es halt im Laden ab oder schmeiße sie in den nächstgelegenen Mülleimer. Das ist so mein Punkt, wie ich jetzt so auf die Umwelt achte. Dann ist es so, ich fahre auch ziemlich häufig halt eher Longboard, mal abgesehen davon, dass ich keinen Führerschein habe, aber selbst wenn ich einen habe, dann, selbst wenn ich einen hätte, dann würde ich halt, wenn ich jetzt zum Beispiel nur schnell einmal kurz rüber in den Laden muss und mir irgendwas zu trinken holen muss, dann würde ich jetzt nicht extra ins Auto einsteigen und darüber fahren, sondern würde ich entweder zu Fuß gehen oder Fahrrad oder halt auch, wie gesagt, Longboard mitnehmen. Weil ich finde, man sollte schon gucken, dass man halt so wenig wie möglich mit dem Auto unterwegs ist. Die nächste Frage ist, könntest du dir vorstellen, vegetarisch zu leben? Nein. Also nein, definitiv nicht. Dafür gibt es viel zu viele Fleischsorten oder auch viel zu viel anderen Stuff, den ich einfach zu sehr mag. Klar, ich habe echt Respekt vor Leuten, die jetzt Vegetarier werden oder auch vegan leben. Weil die müssen jetzt schon darauf achten, ja, was esse ich, was esse ich nicht. Aber ich selber, ich hätte viel, gerade wenn man im Sommer draußen sitzt, ja, es gibt schon das ein oder andere Gemüse oder auch Obst, was man auf den Grill legen kann und das schmeckt halt dann schon gut, aber es gibt viel zu viel Fleisch, was ich vom Grill liebe, wie Bauchfleisch oder Steak an sich oder Bratwürstchen oder sonstiges. Also, nee, ich könnte definitiv nicht auf Fleisch verzichten. Lieblingsurlaubsort. Ich war außer jetzt in Italien oder auch hier in Deutschland, war ich jetzt noch nicht so großartig im Urlaub. In Italien war es auch nicht eher so wegen Urlaub, sondern halt wegen Auslandspraktikum. Aber in dem Sinne, wenn ich jetzt das Praktikum so an sich wegnehmen würde, dadurch, dass ich ja jetzt in Italien war, würde ich sagen, momentan ist es so Italien. Wir waren halt von Ende September bis Ende November da und ab November wurde das Wetter halt ein bisschen schlechter, aber so im September, Oktober um die Zeit, das Wetter, das war einfach Hammer. Wir hatten Sonne, wir hatten manchmal bis zu 30 Grad, was hier in Deutschland halt zu dieser Zeit nicht mehr wirklich war. Also da konnte man abends um 8 Uhr noch mit einem T-Shirt rausgehen oder halt T-Shirt und kurze Hose, entweder T-Shirt und lange Hose oder T-Shirt und kurze Hose, aber hier konnte man das halt nicht mehr. Ich kam in Deutschland wieder an und habe mir gedacht, Alter, wie kalt ist das denn bitte schön hier? Deswegen, also, wenn, dann wäre es jetzt momentan so Italien. Die nächste Frage ist, mit wem spielst du am liebsten Fortnite? Mit wem ich am liebsten Fortnite spiele. Also ich habe jetzt eigentlich keine feste Truppe, mit der ich Fortnite spiele, nicht so wie in COD. Also in COD ist es wirklich so, da spiele ich ziemlich häufig eigentlich nur mit meinen Leuten aus meinem Clan von Team Invaders Germany. Aber ansonsten Fortnite spiele ich eigentlich mit jedem, der es in dem Sinne hat und mit jedem, der es in dem Sinne auch mag. Also ich guck da jetzt nicht so, ja, bist du gut oder bist du schlecht oder so. Ich spiele halt Fortnite nur zum Spaß oder halt auch, um mich ein bisschen aufzuregen, dass sowas so viel Erfolg bekommen hat im Vergleich zu anderen Spielen oder anderen Spielreihen. Dann ist die nächste Frage. Hast du einen Lieblingspromi? Nö, nicht wirklich. Also klar, ich mag jetzt so Promis, die Filme machen, wie zum Beispiel Vin Diesel. Den mag ich halt in dem Sinne, weil er macht richtig gute Filme wie Riddick, Fast and Furious oder diverse andere Filme, wo er mitspielt, sind auch ziemlich gut. Dann halt die Filme, wo Paul Walker mitspielt, der ja nicht mehr lebt, leider Gottes. Wie auch halt Fast and Furious, wo er mitspielt, oder den Film Hours, oder Hours, wie man es nimmt. Jason Statham ist nicht schlecht mit seinen Transporter-Filmen oder dem Film Homefront. Also von daher, so einen wirklichen Lieblingspromi habe ich jetzt nicht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ist auch ganz gut. Dann, was ist dein Lieblingsfernsehkanal? Ich gucke kein Fernsehen momentan mehr. Und wenn ich Fernsehen geguckt habe, dann war es ProSiebenMax, Animax, Super RTL, Nick oder RTL 2. Aber auch nur, wo die Anime-Zeiten da waren. Ansonsten
Ich gucke kein guck kein Fernsehen mehr. Ich gucke eher YouTube oder Netflix oder ich gucke irgendwelche DVDs. Dann, wie oft zockst du? Also ich zocke eigentlich schon ziemlich, ziemlich viel. Muss ich ganz, ganz ehrlich gestehen. Und manchmal auch ziemlich, ziemlich viel lange. Also es gibt Tage am Wochenende zum Beispiel, da ziehe ich von mittags 12 bis abends 12, 1 vor der Konsole. Zocke dann Spiele wie Modern Warfare, das neue, was hier rauskam mit meinem Clan. Oder ich zocke mittlerweile auch wieder Black Ops 4. Oder ich bin am Stream und mache Streams von Final Fantasy, wie gesagt. Gibt's ja auch noch. Oder ich sitze einfach hier am PC und mache für euch die Let's Plays wie Zelda, Banjo-Kazooie oder sonst irgendwelche Projekte, wo ich jetzt auch demnächst wieder aufnehmen muss. Dann die nächste Frage ist: Welche Fragen findest du kreativ? Also, ich muss sagen, ich finde eigentlich, manche Fragen sind echt so: Warum? Und manche Fragen gehen auch zu sehr in die Privatsphäre. Okay, wenn jetzt dieses Thema: Bist du Single? Hast du eine Freundin? Dies, das, Ananas. Klar, auf der einen Seite kann man sagen, das ist ziemlich privat. Auf der anderen Seite kann man sagen: Hey, du musst ja nicht drauf antworten. Who cares? Aber so Fragen. Ja, es sind eigentlich teilweise echt alle Fragen kreativ oder auch wiederum unkreativ manchmal. Es gibt keine falschen, keine falschen und richtigen Fragen oder Antworten, weil jeder hat seine eigene Meinung und jeder hat seine eigene Art, Fragen zu stellen. Die nächste Sache von ihr ist: Der Lieblingspommes-Sorte von McDonald's. Kein Product Placement an McDonald's, okay? Ich muss ganz ehrlich gestehen, mittlerweile ist es so, ich esse fast gar nicht mehr bei McDonald's. Und wenn, dann ist es einfach nur kurz schnell rein, ein, zwei Burger holen, eine Cola holen und dann ab zum Zug oder so. Je nachdem. Also, ich esse da nicht mehr viel momentan. Wenn, dann gehe ich hier zu uns im Ort zu verschiedenen Läden und hole mir da Döner. Also, das ist eher so, was ich eigentlich gerne esse. Auf die Schnelle. Dann Ketchup oder Mayo? Beides. Definitiv beides. Magst du Süß-Sauersoße? Ja, ich mag Süß-Sauersoße, vor allem wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich asiatisches Gericht esse, wie Reis mit Süß-Sauersoße, dann passt es halt am besten als Reis mit irgendwelchen anderen Soßen. Finde ich jetzt. Ja, ich mag Süß-Sauersoße. Was hältst du von Kneipen? Ich gehe nicht oft in Kneipen rein. Und dazu auch gleich die nächste Frage: Gehst du oft feiern? Nein, ich gehe gar nicht wirklich feiern. Es sei denn, ich bin auf irgendeinen Geburtstag eingeladen, dann gehe ich natürlich schon hin. Aber privat so gehe ich eigentlich selten feiern, muss ich ganz ehrlich sagen. Da das auch einfach mittlerweile viel zu teuer ist in den ganzen Clubs, Kneipen oder so, da gehe ich lieber in den Laden und hole mir hier so ein bisschen Cola und ein bisschen dies und ein bisschen das. Also gucke ich, dass ich privat zu Hause selber trinke und selber sozusagen eine Party mache. Was ist dein Lieblingsalkohol? Ich trinke eigentlich selten Alkohol und wenn, dann trinke ich Corona, das Bier, nicht den Coronavirus, das Bier Corona aus dem Fast and Furious Film, was es ja gibt. Dann ist es so Whisky Cola oder Sekt, Sekt zwischendurch, diesen Hugo Sekt oder so, aber das auch nur höchstens an Silvester. Das ist so mein Alkohol, den ich so trinke. Lieblingspizzasorte. Pizza mit viel, viel Käse oder Pizza Hawaii. Lieblingsessen. Habe ich nicht wirklich, aber wenn, dann wäre es irgendwie Nudelauflauf, Tortellini-Auflauf. Ganz klassisch. Welche Nudelsorte magst du am liebsten? Tortellinis. Eindeutig Tortellinis. Und dann bekomme ich jetzt, um das ein bisschen abzuschatten, die letzte Frage. Weil das war die letzte Frage von Layla mit der Nudelsorte. Und jetzt die letzte Frage für dieses Video ist von Himtendo-W: Was für Spiele spielst du am liebsten? Ich spiele am liebsten eigentlich so Spiele wie Zelda Ocarina of Time. Eigentlich so RPG-Spiele. Entweder Zelda oder Final Fantasy oder auch am PC diverse RPG-Spiele. Das ist so mein Lieblingsspielgenre, RPG oder auch jetzt halt mittlerweile seit
Ende 2016 Ego-Shooter. Ich meine, ich habe vorher auch schon Ego-Shooter gespielt, Halo oder auch schon ein bisschen COD, aber jetzt seit Ende 2016 halt wirklich aktiv COD mit BO3 angefangen und jetzt von BO3 über BO4 nach Modern Warfare. So, das war es jetzt erstmal für dieses Video. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Wenn ja, lasst ein Like da. Würde mich freuen. Wie gesagt, im Hintergrund wird es Gameplay geben und einen Sieg. Und damit würde ich jetzt erstmal sagen: Bye bye. Das ist Part 1 von 2 oder 3 des FAQs. Sunrise.